Schön, dass ihr euch alle wieder eingefunden habt. Nehmt Platz, lehnt euch zurück, holt das Popcorn raus, wie auch immer. Auf jeden Fall starten wir nun mit einem neuen Part, Captain Todd Treasure Tracker, und uns erwartet das nächste Boss-Level, oder zumindest das nächste Level, wofür wir bezahlen müssen. Sternenexpress im Schneesturm. Mal schauen, was uns da erwartet. Ein Riesenzug. Okay, das sieht sehr cool aus. Allzu viele Seiten hat das Buch sichtlich auch nicht mehr. Aber, naja. Und dieses Winter-Setting sieht sehr, sehr schön aus. Captain Todd kann übrigens doch rennen, wenn ich den A-Druckknopf gedrückt halte. Da habe ich ihm wohl ein bisschen Unrecht getan. Aber bisher wurde mir das, glaube ich, auch gar nicht gesagt. Oh, und es lohnt sich, sich hier umzuschauen, denn hier ist schon der erste Diamant. Oh, das war knapp. So. Vielleicht hätten wir die eher nutzen sollen, um die Scheigeist zu töten. Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Oder ist eventuell sogar die... Oh! Zweite Mission. Ja. Komm schon, Shy Guy, lauf. Oh, Captain Todd friert. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ist bestimmt nicht sehr warm auf diesem Zug. Warum ist dieser Shy Guy so heftig auf Geräusche aus? So. Irgendwie glaube ich, dass die zweite Mission dass man die Shy Guys töten soll. So, und jetzt durch hier. So, okay. Hätte man sich einfacher machen können. Bin ich aber zu spät erst drauf gekommen. Erstmal gibt es hier ein bisschen Money! So ein Abenteuer muss sich für Captain Todd doch schon rechnen, oder? Apropos Todd, da ist noch einer von uns. Mal schauen, ob wir den irgendwie einen Besuch abstatten können. Da scheint es irgendwie zu gehen. Dafür müssen wir erstmal einmal um die Lok. So. Den kann ich auch antippen, diese Gegner. Ich bin gerade schauen, das sieht so verdächtig hier aus. Da leuchtet was. Oder ist das einfach nur... Achso, das ist einfach nur... Okay, ich verstehe. Ich kann wie zeichnen sogar, wenn ich möchte. Wenn ich es gedrückt halte. Okay. Gut. Dann besuchen wir mal unseren... Artgenossen. Er gibt uns nur einen Pilz. Du bist der Lokführer. Oh, darf ich die... Oh, One-Up. Das nehme ich gerne, danke. Wir sind der Schaffner. Wer wollte nicht auch schon immer mal in so einer Zugglocke, Zugkupe ziehen, ne? Jeder Fünfjährige und ich. Oh, und jetzt wird es hier ganz schön eng. Und die Shy Guys als Zimmermädchen, denen gefällt das gar nicht. Wenn sie uns hier erwischen. Kann ich mir auch einfach machen. Geht's da weiter? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall können wir da diesen einen Scheiger auf den Kopf springen. Was wir wohl auch tun sollten. Zack, nimm dies. Wie kommt man da hin? Zu dem Diamanten. Wo komme ich hier rüber? Ah, okay, ich glaube, ich hab's. Obwohl, warte, der Schrank ist ja offen. Na dann, simpel.
Wie kommt man da noch hin? Ach, da ist noch eine Tür gewesen, ne? Habe ich jetzt verpasst. Tut mir leid. Aber da kann ich ja wieder hin, wenn ich möchte. Ist nur ein bisschen risikohaft. Lauf! So, geht doch. Und da ist wirklich nur Geld. Na, dann hat es ja nicht so wirklich gelohnt. Schade, aber es hätte auch mehr sein können. Dann geht's weiter im Zug. Und immer wenn ich jetzt gerade diesen Zug sehe mit den ganzen Tots da drin, okay, ja, mit uns sind es insgesamt schon zwei, aber irgendwie muss ich an Paper Mario denken. Und hier ist jetzt ein Schieberätsel. Welches das machbar ist. Was soll das hier? Oh, ich muss bestimmt da oben lang, ne? Da oben drüber. Hey, falsch. Oh, ich kann die damit zerstören. Okay. Wusste ich gar nicht, ob das so gedacht ist. Man kann schon ganz schön cheaten damit. Aber ich glaube, es ist sogar so gedacht. Für den Pilz. Gut, damit haben wir den dritten Diamanten. Oh, hier geht's ab. Und was haben wir hier? Oh, jetzt wird aufgeräumt. Das funktioniert auch so. Das ist cool. Muss ich gar nicht dran ziehen. Und wir haben es geschafft. Den ganzen Zug einmal bereist. Von vorne bis hinten. Sehr schön. Cooles Level. Oh nein, Captain Todd! Dieser Riesenvogel schon wieder. Und er will auch diesen Stern haben. Wo wird der Captain... Wo nimmt der Captain Todd mit hin? Ein Wonderpilz eingesammelt. Cool, das haben wir getan. Bevor es nun weitergeht, geht es aber erstmal noch auf Pixel-Tot-Suche. Das könnte sich in diesem Level hier ziemlich schwierig gestalten. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo er sich verstecken kann. Und zwar wirklich extrem viele. Nicht nur die ganzen Schiebeblöcken, er kann natürlich auch außen irgendwo sein, irgendeiner Wand, an irgendeiner Kiste hier kleben. Überall. Da hilft nur eins, und das ist sich gut umschauen. Ihr könntet sogar an einem Rad kleben. Rein theoretisch. Und dieses Mal mache ich es richtig, was die Shy Guys angeht. Oh nein. Ich... Ja, was habe ich gesagt? Ich mache es richtig, ne? Ich meinte natürlich, ich mache es richtig schön falsch. Dass ihr alle wisst, wie man das nicht macht. Dann wisst ihr was, Scheiger, an dir renn ich vorbei. Du merkst doch eh nichts. Aber da könnte sich auch der Tod verstecken. Aber bisher höre ich ihn nicht. Stimmt. Er gibt ja Laute, wenn man nah bei ihm ist. Als kleinen Hinweis. In so einem Level hier finde ich das sogar sehr fair. Bestimmt hat er sich vorne auf die Lok geklatscht, oder? Oh, jetzt höre ich ihn. Hört man ihn hier immer noch? Muss man vielleicht tun? Okay, das war mal. Wo ist Captain Todd? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ach, Captain Todd. Pixel Todd. Ach, da vorne! Ganz vorne auf dem Zug hat er sich platziert. Ja gut, da hat er die beste Aussicht. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber
wenn du runterfällst, dann will ich von dem Riesenzug nicht überrollt werden. Oh nein! Ups, das wollte ich jetzt gar nicht. Tut mir leid, wir haben jetzt alles geschafft in diesem Level. Captain Todd, please. Wieder zurück. So, weiter geht's. Rette Mission. Rette Toadette, ja. Oh, Wingos Wachturm. Dahin wurden wir also verschleppt. Ich verstehe. Fight time. Ich komme, Toadette. Aber du könntest auch einfach loslassen und wegrennen. Du musst dich ja nicht festklammern oder festgeklebt an diesen Stern. Ich komme, um dich zu retten. Aber ich habe keine Ahnung, was dieser Bosskampf von mir will. Ich laufe einfach mal. So, hier ist ein Schalter. Oh, cool, Münzen. Nehme ich gerne. Oh, er macht Wind, okay, ich verstehe. Wir machen verschiedene Seiten. Er versucht uns wohl runter zu blasen. Aber mich pustest du so schnell nicht runter. Kann ich dich hitten? Okay, ich verstehe. Was das jetzt bringen soll, verstehe ich noch nicht. So, hier sind wir auf jeden Fall in Sicherheit vor dem Wind. Okay. Ja, hier macht uns damit nicht so viel aus. So, da ist ein Diamant. So, jetzt hier mal hoch. Mal schauen, ob wir hier was finden. So, langsam hätte ich ganz gerne mal den weiteren Weg nach oben gefunden. Ja, Captain Todd, nicht runterfallen. So, wenn jetzt die Kisten nach da hinten geschoben werden, könnten wir da schnell landen. Also los, Captain Todd, nimm die Hände in die Füße in die Hände. Nein, ja, nicht die Hände in die Füße. Das ist ungesund, habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht runtergeblasen wird, ne? Ich muss erstmal so hin. So. Den Schalter aktivieren wir. Nein! Ach, aber doch nicht. Man muss wirklich vorher das aktivieren. Oh, ich habe ihn sogar gehittet. Kann ich ihn auch so paralysieren? Nein. Das hält aber ganz schön lange an, merke ich gerade. Okay, er muss wieder das erst drüber schieben. Obwohl, warte, ich glaube, ich muss hier überleben, ne? Dann los! Nein! Ach komm, warum bewegen sich die Truhen nicht mal? Ach so. Ja, okay, ich verstehe. Habe ich einen kleinen Denkfehler gehabt? Und das mit dieser. Also mit dieser Diamant da hinten, das ärgert mich gerade übel, dass man. Woher soll ich wissen, dass der Hebel alles hochsetzt? Dass man da. Wow. Gar nicht mehr hoch kann. Dann. So, jetzt das richtig pusten, so dass wir da hoch können. Okay, verstehe. Wenn man an diesen Diamanten will, dann muss man da dran kleben bleiben, glaube ich. Genau, nämlich so. Ich warte noch ab. So, und jetzt einigermaßen schnell zum Dritten. So, dann kann man hier auch runter. Aber wo soll ich weiterhin? Achso, da. Okay, das habe ich gar nicht gesehen, dass man da weiter hoch kann. Ups, das war mein Fehler. Dass man da hier durch kann. Blas du mal, ich bin schon relativ sicher. Ah! Oh, da wurde eine Glasröhre. Und Feuer frei! Oh.
Money. Was geht jetzt ab? Ey, Boss. Ah! Ja! Wo soll ich das denn riechen? Achso. Oh, er bläst uns runter. Unnötiges Leben verloren. Dann nimm. Ach, leck mich doch. Weißt du was? Lass du mal, ist mir egal. Ja. Mach das einmal rüben. Also in Bewegung bleiben. Als ob er die ganze Zeit abhaut. Und nochmal rüben. Oh nein! Lol. Okay. Auf jeden Fall gibt es hier einen Checkpoint, das ist sozial. Wenn man keine Ahnung hat, wie dieser Boss funktioniert, ja, kann man das schon mal sterben. Ich habe aber leider keinen einen Treffer gegen ihn erzielen können. Und er trifft mich wieder. Er wirft ihn mir in den Lauf. Boah, gerade wäre es sogar fast Ende gewesen schon. Wie soll ich ihn treffen? Ich kann ja auch nicht rennen, während ich so eine fette Rübe habe. Ja, ein Treffer. Nimm das! Oh, er hat sie alle weggemacht. Toadette! Danke, mein Schatz! Sie hat mir ein Heil-Item zugeworfen. Welches unser Leben erleichtert. Eigentlich, wenn man sich nicht alles so doof anstellt, ist den Rübenzucker auszuweichen. Oh! Drei Treffer? Wohl bekommst. Aber stürzt bitte nicht mit Toadette ab! Toadette! Nein! Aber sie konnte sich befreien, zusammen mit dem Stern. So, und jetzt müssen wir tatsächlich sie rausziehen. Ha, komm her, mein Schatz! Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie zusammen sind. Einfach, weil es passt. Ja, sie freut sich. Und jetzt wird abgedanced und dann wird der finale Stern eingesammelt, oder was? Oh yeah! Baba! Und das wird natürlich gefeiert mit einer romantischen Lorenfahrt der beiden. Und da kommen schon die Credits. Okay. Prinzipiell. Ja, ein sehr kurzes Hauptspiel auf jeden Fall. Er kommt auf jeden Fall noch etwas. Allein die Level von aus Mario Odyssey kommen ja noch. Sie werden. Man kann sie entweder mit den Odyssey Amiibos freischalten oder eben freispielen, wie wir es jetzt getan haben. Ein sehr interessanter Port, welcher es auf die Switch auch wieder geschafft hat und natürlich auch auf den 3DS. Man hätte. Ja gut, das ist halt nur ein Port, ne? Die Hauptgeschichte scheint von Anfang an so kurz zu sein. Ja, ich finde sie ein bisschen kurz. Man hätte da noch ein paar mehr Level machen können. Ich meine, wir haben jetzt ja schon 100% gemacht bis Hidato. Ja, im letzten Boxfight holen wir gleich noch den letzten Diamanten. Jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert. Ja, grafisch schön, manchmal sehr innovativ. Man muss ein bisschen um die Ecke denken. Manchmal sucht man sich auch zu Tode. Gerade bei so manchen Pixel-Tots. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es mit den neuen Leveln sein werden, die es so in den anderen Teilen noch nicht gab. Prinzipiell ein sehr schönes Spiel. Ende. Wenn auch leider etwas zu kurz. Obwohl. Ende? So sah kein Ende aus.
Da scheint es wohl noch weiter zu gehen. Hey, ich will wieder zu dem Buch. Ich bin damit noch nicht fertig. Episode 2 ist nun verfügbar. Oh, okay. Das wusste ich nicht. Oh, ein komplett neues Buch. Okay, dann können wir das schon fast zurücknehmen, was ich gesagt habe. Dann hat das Spiel doch noch Potenzial. Also es geht noch weiter. Ich weiß nicht, wie viele Episoden es tatsächlich gibt. Auf jeden Fall. Vielleicht gibt es nach jeder Episode Credits. Wie gesagt, das Spiel ist blind für mich und daher weiß ich auch nicht genau, wie lange es dauert. Auf jeden Fall sammeln wir jetzt noch den letzten Stern. Diamant vielmehr. Ja, mach du mal. Deine Faxen. So. Oh, gegen den Sturm. Bloß nicht pinkeln, Captain Todd. Das ist eine sehr schlechte Idee, wenn ich dir da diesen Tipp geben darf. So schnell hier lang, solange es noch geht. Jetzt erst den Kristall, den Diamanten und dann den Schalter aktivieren. So kommen wir auch an diese Münzen. Für alle Leute, die geldgeil sind, so wie ich, ist das. Ah! Oh. Tut mir leid, Todd. Mein Captain. Da bist du mir wohl runtergestürzt, aber es war ja noch nicht allzu viel. Von daher wirst du da wohl durchkommen. So, harren wir den Sturm hier aus und aktivieren dann unseren Schild. Oh, Moment. Das sollten wir vielleicht abwarten. So, sehr schön. Oh, cool. Halt die Schnauze. Oh, ich dachte gerade, der fällt jetzt vielleicht runter. Das hätte mir gar nicht in den Kram gepasst. Ich merke gerade, dass das, was ich hier mache, ist gar nicht so clever. Oh. Nein, nein, kletter hoch! So müssen wir das machen. 2 Minuten her, dass ich das gespielt habe und ich habe schon wieder die Hälfte vergessen vom Level. Über das Alzheimer hat auch was Gutes. Jeden Tag lernt man neue Leute kennen. Naja, jetzt nochmal den Bossfight eben. Oh, 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 oh. Und? Er zieht sie doch raus. Ah, verdammt, er bläst schon. So, Treffer 1. Treffer 2. Ja, wie gefällt dir das, so schnell niedergemetzelt zu werden? Wir klatschen, wir freuen uns voll. Oh, jetzt schmeißt sie uns sogar ein One-Up zu. Toilette. Weil wir ja Full Life sind. Das ist sehr nett. Als kleine Extra-Belohnung, dass wir es so lange bis dahin geschafft haben. Und wenn man den Boss einmal kennt, ja, dann ist er nicht sonderlich schwer. Auch wenn er sich voll frisst. Tschüss. Der Stern ist dieses Mal noch blau. Ich kann Toadette unter den Rock schauen. Gefällt dir das? Ich will nicht wissen, wo er sich festhält. An den Beinen war es auf jeden Fall nicht. Nach der Animation, aber naja. Hauptsache, er hat einen sicheren Griff. Und schafft es. Naja, sie freut sich auf jeden Fall. Also, was in Ordnung. Oh Gott.
Was ist dieses Niveau, was ich gerade verloren habe? Noch nie davon gehört. Ja. So, dann gibt's jetzt noch den Pixel-Tot. Der sich hier auch irgendwo versteckt hält. Oh, 70 Münzen gesammelt. Moment, die zweite Mission habe ich ganz außer Acht gelassen. Verdammt, das hätte ich jetzt aber kombinieren können. Okay, dann jetzt ein bisschen schneller. Das gibt Money, Money, Money. Mehr Money, mehr Money, mehr Money, mehr Money. 70 Münzen, das funktioniert, glaube ich, auch nur, wenn man den Schalter erwischt, so wie ich Noob vorher zuerst aktiviert. Im Prinzip haben wir ja schon alle Münzen gesehen, die es gibt. Ja, okay, blast du mal. Sehr innovativ und ja, gefällt mir eigentlich. Das soll hier halt jetzt nicht aktivieren, sondern erstmal lang marschieren. Und die ganzen Münzen collecten. So, den Schalter aktivieren. Moment, hier warten wir kurz, bevor wir runtergeboostet werden. Bisschen bewegt er sich auch mal. Oh. So. Eine Münze fehlt uns noch. Die ist ein bisschen schwach. Aber hier haben wir noch genügend. Würdest du bitte, lieber Herr Boss, hättest du die Güte. So, genügend Münzen. 74 Stück. Dann sehen wir uns gleich wieder, nachdem ich den Boss nochmal besiegt habe. Das sieht sehr falsch aus, wenn ich das so sagen darf. Ist Toadette vielleicht doch ein Tod? Oder woran zieht Captain Tod hier eigentlich im Gang? Helfen wir ihr lieber! So, dann geht es nun, nachdem wir die 70 Münzen geschafft haben, nur noch den Pixel-Tod zu suchen. Oh, da tut sich eine Seite wieder vorne reinpflanzen. So, suchen wir den guten Herr Pixel-Tod. Mal schauen, wo er sich versteckt hält. Auch hier endlos viele Möglichkeiten fast schon. Aber er wird uns ja Bescheid geben, wenn wir in der Nähe sind. Lauf, Captain Todd! Ich dachte gerade schon, ich hätte ihn erblickt. Da ist er doch! In der Kiste hat er sich versteckt. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob man ihn schon hätte hören können oder ich ihn überhört habe wegen der Bossmucke. Naja, auf jeden Fall gönnen wir uns noch dieses Bonus-Level, was noch gekommen ist. Den einen Münzenwahn. Ich weiß gar nicht, welcher Münzenwahn jetzt dran wäre. Persönlich habe ich jetzt Lust auf die Spitzhacke, also let's go. War in Ordnung. So. 250 Münzen. Und damit haben wir das erste Buch zu 100%
abgeschlossen. Sehr schön. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit dem nächsten Buch. Dem Beginn einer zweiten Geschichte, nehme ich an. Und ja, dann bleibt nur noch zu sagen, bis dann und ciao. Ach ja, und lasst einen Daumen da, ist ganz, ganz wichtig.